Ja, wir sitzen heute zum Abheben im Sessellift. Wir sind nach draußen gegangen, sind bei der Frau Schindler und es geht heute um das Thema Abheben. Also, wie heben wir uns von anderen ab? Was tun wir, um uns von anderen abzuheben? Und ich möchte Sie mal ganz gezielt nach Ihrem Sohn fragen, weil so wie ich Sie erlebe und wenn Sie von ihm erzählen, dann scheint er ja ein sehr mitteilungsfreudiges Kind zu sein. Sie haben da eine andere Formulierung für verwendet, wenn ich mich recht erinnere. Was ist das Besondere? Warum fällt das den Kindern und speziell Ihrem Sohn so leicht, sich da von anderen abzuheben? Sie reden Kinder insbesondere eben nicht nach einem Skript und reden frei, was ihnen einfällt, erzählen Geschichten, die wildesten Dinger, die ihn gerade beschäftigen, Fantasie, Quatsch, alles darf dabei sein. Und dementsprechend können sie ganz frei ihre Gedanken mitteilen und haben keine Angst, irgendwas falsch zu erzählen oder das Thema nicht richtig zu treffen. Also gerade manchmal, man sagt ja immer, ne, je besser vorbereitet, desto leichter fällt dann es dann später im Fluss zu sein. Aber in dem Fall scheint es ja genau das andere zu sein. Genau das Gegenteil. Eben die Unvorbereite. Das Unvorbereitete. Es wirkt natürlicher, wenn frei erzählt wird. Und er ist in seiner Fantasie unfassbar grandios und sehr vielschichtig. Das heißt, er findet auch viele, viele Ausdrucksformen, neben Ja. nicht nur über die Stimme allein, sondern eben auch über Körper und so weiter. Ja. Darüber unterhalten wir uns vielleicht dann noch bei einer nächsten Sendung, was die Körpersprache dazu macht.